Ein Projekt, das ebenfalls eine Würdigung verdient, ist ein Pop-Up-Restaurant mit dem vielversprechenden Namen Taste Lab. Noch bis zum 5. Juni kann man sich im Gastroprovisorium vor dem ETH-Hauptsitz in Zürich auf eine wissenschaftliche Art und Weise bekochen lassen. Tief im Herzen Physikerin, draußen an der Front Köchin. So beschreibt sich Susanne Tobler, Hauptinitiatin des temporären Projekts Taste Lab. Wenn die Physikerin in der Küche steht, dann wird nicht einfach nur gekocht. Nein, der Sache wird auf den Grund gegangen. Das Rezitieren von physikalischen Gesetzen und chemischen Formeln gehört hier zum guten Ton. Es ist nicht, dass ich Physikerin bin und auf einmal gefunden habe, ich koche jetzt oder umgekehrt, sondern wie ich denke und wenn ich an etwas angehe, ist immer sehr analytisch und sehr wissenschaftlich im Sinne von, ich möchte verstehen, was, wo, wie passiert. Wenn man das verbindet, entsteht das Projekt, das wir jetzt hier haben. Seit Mitte Mai können sich die Gäste in dem Gastroprovisorium verköstigen lassen. Das Pop-up-Restaurant bietet Platz für 120 Personen. Gekocht und zubereitet wird nach Art der Wissenschaft. So wie zum Beispiel dieses druckkaramellisierte Süßkartoffelpüree, das in einem Dampfkochtopf zubereitet wird. Dass man verstehen muss, dass man in einem Dampfkochtopf höhere Wassertemperaturen erreichen kann, als ich es in einer normalen Pfanne tue. In einer normalen Pfanne erreiche ich nie mehr als 100 Grad. In einem Dampfkochtopf kann ich Wassertemperaturen von 120 Grad erreichen und so, ohne den Süßkartoffel zu verbrennen, den Zucker drin karamellisieren. Zucker karamellisiert bei 112 Grad. Es kann nicht schaden, wenn die physikalischen Gesetze hinter den einzelnen Kochprozessen geläufig sind. Dafür braucht es kein Physikstudium oder einen Doktorentitel. Denn mit der nötigen Portion physikalischem Fachwissen bieten sich ungeahnte Möglichkeiten. Küchengeräte können noch vielfältiger verwendet werden. Einerseits glaube ich, dass es Küchengeräte gibt, die viele Leute schon haben, die sie nur für etwas benutzen, wo man viel vielfältiger einsetzen kann. Sei das eben ein Dampfkochtopf oder genau so ein Rahmenbläser, der unglaubliche Möglichkeiten bietet. Gleichzeitig gibt es auch neuere Küchengeräte, wie zum Beispiel Sous-Vide-Kochen. Also neuer gibt es schon lange, aber viele Leute kennen es noch nicht. Was einem unglaubliche Möglichkeiten eröffnet, speziell wenn es um Fleisch- und Fischzubereitungen geht. Diese Kalbshopf-Bäckli stehen ebenfalls auf der Karte von Taste Lab. Sie haben ein 72-stündiges Marathon-Vakuumbad bei 62 Grad hinter sich. Wir möchten das Kollagen, das Muskeln zäh macht, in Gelatine umwandeln. Das macht Schmoren auch. Es passiert auch schneller, wenn man eine höhere Temperatur wählt. Gleichzeitig, eben, wie gesagt, trocknet das Fleisch aus. Unsere Überlegung ist darum, wir kochen es bei einer viel tieferen Temperatur über eine längere Zeit. Also genau gleich möchten wir das Kollagen in Gelatine umwandeln, wir trocknen es einfach nicht aus. Und das gibt ein Resultat, das so zart ist wie ein Schmorbraten, aber so saftig wie ein Steak. Ein Vakuumiergerät kommt übrigens auch beim Dessert zum Einsatz. Beim vakuuminfundierten Rhabarber bedient man sich bewusst eines physikalischen Gesetzes. Das Kammervakuumiergerät entzieht dem Rhabarber die Luft. Der Rhabarber zieht den Himbeersaft nach, nachdem das Vakuum wieder losgelassen wird. Also viele von den Anwendungsarten, die wir jetzt zeigen, sei das Sous-Vide, Langkochen, sei das Vakuuminfundieren oder Druckkaramellisieren, das haben auch wir von anderen Leuten, die das bereits entwickelt haben, niedergeschrieben haben, gelernt. Wir kombinieren es hier neu und das Ziel des Anlasses ist, dass den Leuten es zeigen und wirklich eine Prise Wissenschaft mitzuservieren. Das temporäre Projekt stößt auf große Begeisterung. Und das nicht nur bei den hellen Köpfen.